Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einführung. Die Themen dieser Tage bedrängen uns alle. Sie sind so vielfältig, sie stürzen auf uns ein. Die furchtbaren Bilder des menschlichen Leids, was durch keine theoretischen Überlegungen zu rechtfertigen ist, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Wir müssen an die Menschen denken. Aber auch die Themen, um deren Willen wir uns heute versammelt haben, die Themen der Freiheit gegen überzogene Corona-Maßnahmen, die Themen der überzogenen Maßnahmen gegen den sogenannten anthropogenen, menschengemachten Klimawandel, die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz die Rechte der Spaziergänger einschränken will und das Innenministerium. So viel liegt uns auf der Seele. Das alles soll uns nicht ablenken, es darf uns nicht ablenken, es soll uns hinführen zu unserem Herzensthema, das da heißt Freiheit, Freiheit in Deutschland und Freiheit für Deutschland, meine Damen und Herren. Am offensichtlichsten ist es bei Corona. Die Omikron-Variante hat genau die Eigenschaften, um die Pandemie zu beenden. Sie verursacht weitaus mildere Krankheitsverläufe als Delta, 80% geringeres Risiko für Krankenhausbehandlung, 70% geringeres Risiko für schwere Verläufe. Dabei ist sie aber viel verbreitungsfreudiger, sodass sie Delta in kürzester Zeit verdrängt hat. Aber die Bundesregierung, sie kann nicht aus ihrer Haut und beschwört weiter den permanenten Ausnahmezustand. Warum? Um Recht zu behalten, um von den Fehlentwicklungen bei Haushalts-EU, Einwanderungspolitik, Corona-Maßnahmenpolitik abzulenken, Wirtschaftspolitik, und weil man Angst hat vor dem Kassensturz nach der Krise, die durch 2 Jahre Stotter-Lockdown beförderte gesellschaftliche und politische Lähmung, sie muss endlich beendet werden. Die Betriebe müssen wieder leben, die Schüler müssen wieder atmen, die Menschen müssen wieder frei sein, meine Damen und Herren. Wenn diese selbe Regierung, deren Mitglieder vor der Bundestagswahl eine Impfpflicht ablehnen, eine solche jetzt mit ihrer Mehrheit durchdrücken wollen, mit ihrer Mehrheit, die unter diesbezüglich falschen Voraussetzungen gewonnen wurde. Ich lasse mich dafür wählen, dass ich gegen die Impfpflicht bin, und wenn ich die Stimmenmehrheit habe, drücke ich die Impfpflicht durch. Das geht nicht, da darf der demonstrierende Bürger die Rechtmäßigkeit dieses Vorgangs mit guten Gründen bezweifeln. Der Verfassungsschutz aber versucht aus Protest das als einen Beweis undemokratischer Gesinnung darzustellen. Er stellt doch damit nur den Demokratiebegriff auf den Kopf, will staatliche Weisungen als alleinigen Ausdruck von Demokratie erklären, als ob die Meinungsäußerungen von Ihnen, von den Bürgern dagegen undemokratisch wären. So lässt sich der Bürger nicht schuhriegeln, meine Damen und Herren. Auch der Bürger, die Stimme des Bürgers, das ist die lebendige Demokratie. Wo ist da der Denkfehler? Man diffamiert berechtigte Kritik an überzogenen Maßnahmen einer Regierung als Kritik am politischen System selbst. Und so begeht Herr Haldenwang einen entscheidenden, bewussten Kategorienfehler. Kritik an konkretem Regierungshandeln ist mitnichten Kritik an der allgemeinen Struktur des Staates, sondern geradezu ureigenstes demokratisches Recht, ja Pflicht der Opposition. Und seine Aussage, Demonstrationsteilnehmer sollten sehr sorgfältig prüfen, mit wem sie gemeinsam demonstrieren. Ja, meine Damen und Herren, das offenbart einen völlig unangemessenen Umgang mit dem Demonstrationsgrundrecht. Demonstrationsteilnehmer können nicht sehr sorgfältig prüfen, mit wem sie spazieren gehen. Ist auch nicht ihre Aufgabe. Es reicht, dass sie sich zu einer Veranstaltung zusammenfinden, die von ihnen als wichtig empfundenen Zielen entspricht. Sie haben sich nicht wechselseitig auf ihre Gesinnung hin zu kontrollieren. Die so konstruierte Kontaktschuld soll allein einer Verengung des Meinungskorridors dienen. Der Verfassungsschutz hat hier aber keine Noten zu vergeben, weder für Themen von friedlichen, legitimen Demonstrationen noch für ihre Teilnehmer. So geht es nicht. Das ist in Wahrheit Ausdruck lebendiger, gelebter Demokratie. Und darum sind wir auch heute hier, meine Damen und Herren. Aber auch Innenministerin Faeser, die ja hier im Lande eine unrühmliche Bekanntheit hat, auch sie drangsaliert in gleicher Weise die Corona-Spaziergänge. Sie sagt, ich hoffe, dass die Menschen, die sich da zusammenfinden, überlegen, mit wem sie da gehen und sich klar distanzieren. Und sie sagt auch, man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Meine Damen und Herren, ich finde es schön und ein Beweis von demokratischer Gesinnung, dass die AfD heute bundesweit in 10 Städten für die Freiheit, für eine rationale Gesundheitspolitik demonstriert.
Aber Frau Faeser fände es wohl besser, wenn alle gleich zu Hause blieben und auf ihre Grundrechte verzichten. Dafür erfindet man dann Rechtsextremisten mit dem Ziel, die verfassungsmäßig garantierte Freiheit von Oppositionsprotesten zu diskreditieren. Diese Frau wagt es, den Demonstranten andere Ziele zu unterstellen. Sie sagt, die kämpfen gar nicht gegen Corona, die kämpfen gegen unsere Demokratie. Was für eine bodenlose Verleumdung ist das, meine Damen und Herren. Dabei ist diese Frau selbst einer der Scharfmacherinnen. Sie sprach sich für noch mehr 2G-Regelungen aus. Sie sprach sich für das Recht von Arbeitgebern aus, den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen zu dürfen. Sie will, dass Google und Apple Telegram aus ihren App-Stores nehmen. Da ist es kein Wunder unter so einer Innenministerin, wenn man sieht, wie es um das Meinungsfreiheitsempfinden in der Bevölkerung bestellt ist. Eine aktuelle Allensbacher Enthebung zeigt, dass nur noch 45% der Deutschen der Ansicht sind, dass sie in der Öffentlichkeit noch frei ihre Meinung äußern dürfen. Vor 10 Jahren waren es noch 2/3, vor 20 Jahren 70%. Meine Damen und Herren, ich möchte ein Deutschland ohne den permanenten Versuch einer Meinungsdiktatur von oben. Schluss damit! Vielleicht ist das ja aber alles kein Wunder. Erinnern wir uns, als Scholz die Dame vorstellte, als er sein Kabinett präsentierte. Bei ihr sagte er, wie bedeutsam die Besetzung des Innenministeriums durch eine Frau sei. Damit signalisierte er schon fast entschuldigend, dass es jetzt bei der Ernennung Faesers also weniger um Kompetenz, sondern vornehmlich um Ideologie geht. Und diese Erwartung hat sie in den ersten Monaten ihrer Amtszeit auch nicht enttäuscht. Statt einer an nationalen Interessen orientierten Innenpolitik das Wort zu reden, gab sie sich alle Mühe, Pull-Signale für Migrationswillige aus aller Welt auszusenden. Sie kommt damit den im Koalitionsvertrag erklärten Zielen nach, mehr Migranten ins Land zu holen, diese schneller einzubürgern, damit diese schneller links-grün wählen mögen. Womit dann übrigens auch klar wäre, da sollte sich niemand falschen Vorstellungen hingeben, für wen dann die angekündigten 400.000 neuen Wohnungen geschaffen werden. Wohnungsbau, da funktioniert schon nichts, aber dann noch forcierte Zuwanderung, einen falscheren Weg kann es gar nicht geben, meine Damen und Herren. Und linke Symbolpolitik wird gemeingefährlich, wenn die Fantastereien an die Wurzel des Staatswesens gehen. Das beweist der Koalitionsvertrag zur Genüge. Er sieht massive Ausweitungen illegaler wie legaler Migration vor und er sendet zuverlässig Pull-Signale. Da geht es um verschleuderte Visa, verramschte deutsche Pässe, erweiterten Familiennachzug, Spurwechsel für illegale Zuwanderer, die sagen, sie seien Asylanten. Später wollen sie dann irgendwie einfach nur arbeiten und geben zu, dass sie gar nicht asylwürdig sind. Die sollen Spurwechsel ermöglicht bekommen, als Lohn der Lüge sozusagen. Faeser will eine Koalition der willigen Aufnahmeländer. Sie will 25.000 Afghanen nach Deutschland holen. Sie will die Liste der sicheren Herkunftsstaaten, Maghreb-Staaten in Nordafrika, Georgien, nicht sachgemäß ausweiten, um die Erfolgsaussicht von Asylbewerbern weiter zu verbessern. Dass unter den Migranten Islamisten sein könnten, das kümmert sie nicht. Dass unter den Migranten Taliban-Anhänger sein könnten, das kümmert sie nicht. Sie möchte nur den Kampf gegen rechts verstärken. Das sind für sie friedliche Spaziergänger gegen die überzogenen Maßnahmen dieser Regierung. Nicht mit uns, meine Damen und Herren. So lassen wir nicht über rechtstreue Bürger reden. Es kann nicht sein, dass unsere Heimat uns entrissen wird, tagtäglich, durch diese kulturfremde Zuwanderung, die forciert illegale Migranten hier im Lande behält und nach den Vorstellungen des Ampelkoalitionsvertrags ihnen auch ermöglicht, obwohl sie nicht Asylbewerber im klassischen Sinne sind, für immer hier zu bleiben, am Ende die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Es kann nicht sein, dass wir einen sukzessiven Verlust von Freiheit erleiden, die ideologische Cancel-Kultur. Wir sollen nicht mehr stolz sein auf unser Land. Wir sollen nicht für unsere Werte und Kultur einstehen, aber jedermann aufnehmen und durchfüttern. Viele Deutsche fühlen sich hier entfremdet wie nie zuvor und um Deutschland ultimativ in die Hand zu bekommen, sehr gefährlich. Will man jetzt in der Ampel radikal die Staatsbürgerschaft, das ist das Wahlrecht, meine Damen und Herren, verschleudern? Kaiser Caracalla im Jahre 212 nach Christus verlieh allen freien Bewohnern des Imperiums das römische Bürgerrecht.
Das war ein Musterbeispiel verfehlter Integrationspolitik. Er nahm damit dem römischen Bürgerrecht jede Relevanz, raubte dem Reich eine seiner wichtigsten Integrationsklammern, nämlich die Aussicht für Nichtrömer, dass ihre Nachkommen einmal römische Bürger werden könnten, wenn sie römische Lebensart annehmen und sich loyal verhielten. Indem man das eigene Bürgerrecht entwertete, gab man ohne große Not ein gigantisches Einigungskapital aus der Hand. Mangelnde Identität, daraus folgt mangelnde Verantwortung. So wurden und leider auch werden funktionierende Kulturräume zerstört. Wiederholen wir doch nicht diese schrecklichen Fehler, meine Damen und Herren. Und ja, uns allen geht nicht aus dem Kopf, was geschieht in der Ukraine. Ich sagte es schon, das furchtbare menschliche Leid ist durch nichts zu rechtfertigen. Der Angriffskrieg Russlands, Putins, ist zu verurteilen, er ist zu beenden. Wir wollen hoffen, dass sich die Situation der Zivilisten bald und schnell verbessert. Humanitäre Korridore können nur ein Anfang sein. Wir wollen hoffen, dass alle Seiten auf ihr Schicksal Rücksicht nehmen. Wie konnte es dazu kommen? Konnte das nicht verhindert werden? Ja, Russland stört sich an der permanenten NATO-Osterweiterung, sieht sich strategisch bedroht. Ja, der Westen verweist auf die freie Bündniswahl der Ukraine. Deutschland hatte zusammen mit Frankreich 2008 sein Veto gegen einen NATO-Beitrittswunsch der Ukraine schon eingelegt. Die Bundestagsfraktion hat in ihrem Antrag am Sonntag die Erneuerung dieses Vetos gefordert. Nebenbei, der Spiegel berichtet in seiner jüngsten Ausgabe, dass bei der Wiedervereinigung es sehr wohl die Zusage gab, die NATO nicht nach Osten auszuweiten. Die NATO, erinnern wir uns dran in diesem Zusammenhang an die Worte ihres ersten Generalsekretärs, die sind tatsächlich authentisch. 1952 sagte Lord Hastings über das Ziel der NATO, keep the Americans in, keep the Russians out, keep the Germans down. Meine Damen und Herren, es geht in Außenpolitik nicht darum, das absehbare Verhalten fremdstaatlicher Akteure benoten zu wollen. Meistens finden wir es nicht richtig. Das geschieht aber dann auch nicht gegenüber Saudi-Arabien. Da finden wir vieles falsch. Iran finden wir vieles falsch. China finden wir vieles falsch. Es gibt gigantische ideologische Differenzen, aber westliche Realpolitik. Es geht darum, bei absehbarem Verhalten des Gegenübers, dessen Verhalten wir selber nicht steuern können, es zu antizipieren und klug das Beste für alle Menschen herauszuholen. Wir wollen diese russische Aktion überhaupt nicht rechtfertigen. Sie ist nicht zu rechtfertigen. Aber antizipieren, absehen, konnte man sie schon. Und man darf sich fragen, ob hier ein neutraler Status nicht eher im Sinne der Menschen gewesen wäre. Letztlich muss es uns darum gehen, auch die NATO, all diese Bündnisse sind immer nur Hilfsmittel, um Frieden zu sichern. Manchmal ist weniger zu tun, weniger Zusammenschluss in Konfrontationsblöcke ein Weg darum, die Spannung niedrig zu halten. Auch dieser Gedanke, der in der Vergangenheit hier vielleicht versäumt wurde, muss für uns in der Zukunft wichtig sein. Nach dem Maidan wurde unter Selenskyj 100% der EU- und NATO-Kurs ausgegeben. Das Regime wurde durch deutsche Milliarden mit am Leben erhalten, selbst demokratisch hochdefizitär. Diese Geschenke sollten es dann in die westliche Gemeinschaft ziehen. Und heraus kam am Ende dieser verengte Korridor, eine alternative EU- und NATO-Mitgliedschaft oder die absehbare Konfrontation mit Russland. Russlands Verhalten ist hundertprozentig falsch. Aber man darf es antizipieren, man muss es voraussehen und ich muss dann als westlicher Politiker, Deutschland tat es 2008, auch einmal eine Extrameile gehen für den Frieden, für die Menschen. Und deshalb, wir wollen selbstverständlich, dass man den Weg demokratischer Werte geht, den Weg westlicher, freiheitlicher Werte, da sind wir dafür. Das heißt aber nicht unbedingt, denken Sie an Finnland, denken Sie an Österreich, denken Sie an der Schweiz. Das kann man nicht nur notwendigerweise ausschließlich in der NATO. Bitte, war es das denn wert? Ist das wert, dass Menschen umkommen, dass wir diese Option offen gehalten haben und nicht, wie wir es 2008 hatten, sagten, nein, das wollen wir nicht weiter ausdehnen. Lassen Sie uns immer bei allen Überlegungen der Absicherung in Blöcken an die Menschen denken, die das am Ende auszubaden haben, in angesichts der realen Machtpolitik,
die in Moskau betrieben wird, da sollten wir als Deutschland immer auch den Weg der Entspannung vor unseren Augen sehen. Denn die Sanktionen haben 2014 dazu geführt, dass Putin sich autarker machen musste. Eine stärkere wirtschaftliche Einbindung Russlands hätte vielleicht krisenvermeidend gewirkt. Die USA haben in der Sicherheitspolitik nicht dieselben Entspannungsinteressen wie wir. Aber wir müssen jetzt bei der Bundeswehr die Landesverteidigung zur Priorität machen. Wir müssen sie umfassend modernisieren. Sie muss wieder nach Leistungsprinzip organisiert werden. Dieser ganze dekadente Politikklamauk der Quotenfrauen, wie Schwangerensitze in Panzern und Gendersprache im inneren Dienstverkehr, ist unverzüglich abzustellen. Der Atomenergieausstieg muss gestoppt werden. Die Wiederinbetriebnahme heruntergefahrener Reaktoren muss gestartet werden. Nord Stream 2 hat gar nicht für Zusatzeinnahmen letztlich bei Putin gesorgt, sondern der deutsche Kohle- und Atomausstieg hat jetzt einen Mehrbedarf an russischem Gas erzeugt. Da liegt doch der Fehler hierzulande, meine Damen und Herren. Denn wenn Scholz jetzt den Bau von Terminals für Flüssiggas aus den USA verkündet, offenbart das ja, inwieweit wirtschaftliche Interessen eben doch im Spiel sind. Ein Konflikt um die Ukraine kommt gewissen strategischen und wirtschaftlichen Interessen da weit besser entgegen als Entspannung. Deutschland darf jetzt dieses Flüssiggas teuer kaufen. Ich möchte nicht einen deutschen Bundeskanzler sich ducken sehen unter Bidens Beendigung von Nord Stream 2. Diese würdelosen Bilder, wo der deutsche Bundeskanzler wie ein dummer Schuljunge sich abkanzeln lässt, das passt zu Lindners Lüge. Deutschland würde mit Inkaufnahme wirtschaftlicher Nachteile die Freiheit verteidigen. Selbstverständlich gibt es auch Freiheit für blockfreie Staaten. Wir wollen uns nicht immer mit diesem Trick der falschen Alternative betrügen lassen. Wir sind für die Freiheit, für die Demokratie, für die westlichen Werte. Aber das kann man auch versuchen zu erreichen im Sinne einer Entspannungspolitik. Und die Kraft, die durch ihre Geschichte dazu begnadet sein sollte und es als eine Sendung empfinden sollte, zwischen den Konfrontationsblöcken von Ost und West für den Gedanken der Entspannung im Sinne der Humanität für die Menschen zu wirken. Diese Kraft müsste Deutschland sein, meine Damen und Herren. Stattdessen erleben wir Pogromstimmung. Russe sein ist jetzt das neue Ungeimpft. Die Bayerische Staatsoper hat Valery Gergiev, den russischen Dirigenten, gekündigt. Der SPD-Oberbürgermeister von München hat diesen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker entlassen, weil er sich nicht genügend distanziert hätte. Der weltberühmten Sopranistin Anna Netrebko wird gekündigt. Sie hatte sich entschieden gegen diesen Krieg geäußert, aber ansonsten für sich das Recht in Anspruch genommen, unpolitisch zu sein. Man muss sich das mal vorstellen, verdienstvollen Arbeitnehmern zu kündigen, weil diese nicht ganz genaue politische Statements abgeben wollen, die konform sind mit der Regierungsmeinung. Das ist ein beispiellos antidemokratisch aggressiver Akt. Da wird nicht etwa nur, in Anführungszeichen, irgendeine abgegebene politische Meinung getadelt. Nein, da wird bei Strafe der beruflichen Vernichtung sollen da Menschen vom Staat auf die Knie gezwungen werden und zum öffentlichen Nachbeten von Regierungsvorgaben genötigt werden. Arbeitsrechtlich ohnehin ein Skandal. Der deutsche Rechtsstaat outet sich als Tendenzbetrieb. Ein entwürdigenderes Schauspiel, meine Damen und Herren, als solchen Vorgang, den ich nur in schlimmsten Diktaturen für möglich gehalten hätte, kann man sich schwerlich denken. Einzelne Personen, die sich gar nicht geäußert hatten in der Sache, werden von Politikern an den Pranger gestellt und mit einem Ultimatum bedroht, bis zu welchem sie zu Kreuze zu kriechen haben. Eine derartig rechtswidrige Geschmacklosigkeit zeugt von der Verkommenheit weiter politischer Kreise in Deutschland, insbesondere in der regierenden SPD. Freilich in Deutschland leider kein Einzelfall. Wir erinnern uns an den Fall von Helene Fischer. Auch sie wurde aufgefordert, politische Statements abzugeben, sich zu distanzieren und durch Boykottaufrufe dann, nachdem sie da nicht gleich spurte, genötigt, sich zu den Guten zu bekennen. Diese ganze Sache hat inzwischen Methode. Wo nicht sofort gekuscht wird, wird die Beißhundestaffel des politisch korrekten Journalismus losgelassen. Die kennen ihren Auftrag und nehmen ihre selbstgewählte Aufgabe, die Regierung gegen das Volk zu verteidigen, gerne wahr. Immer da, wo ein politisches System derartige Bekenntnisse verlangt, meine Damen und Herren, da ist etwas faul im Staate Deutschland. Freiheit bitte ist auch immer die Freiheit, seine Meinung für sich behalten zu können, ohne dass man deshalb gleich seinen Job verliert. Aber
Dieses Deutschland ist verliebt in moralische Selbstrepräsentation bis zum Rechtsbruch. So wurde hier gerade eine Chance vergeben, sich als liberalen Gegenentwurf zu Russland darzustellen. Und das hieße auch, einen solchen Zwang zu öffentlichen Bekenntnis voll und eindeutig abzulehnen, meine Damen und Herren. Noch ein Wort zu den aktuellen Flüchtlingsbewegungen. Woran man Kriegsflüchtlinge erkennt? Nun, im Unterschied zu 2015 fliehen Frauen und Kinder, nicht etwa junge Männer. Und zweiter Unterschied: Die echten Flüchtlinge äußern schon jetzt den Wunsch, in ihre Heimat zurückzukehren, wenn die Kämpfe vorbei sind. Und dritter Unterschied: Sie fliehen in die kultur- und sprachnahen Nachbarländer, nicht so wie bei Merkels Pseudomigranten, wo ein Haufen junger Männer durch etliche sichere Drittstaaten reist, um dann in dem kulturfremden Land mit der höchsten Sozialleistung anzukommen. Niemals wurde das so deutlich entlarvt wie dieser Tage, meine Damen und Herren. Und wie steht Deutschland in all dem da mit seiner neuen Regierung? Europa im Ausnahmezustand und Deutschland hat das unfähigste Kabinett, das man sich denken kann. Wer gedacht hatte, nach 16 Jahren Merkel kann es nicht mehr schlimmer werden, der wurde durch den Koalitionsvertrag und die Ministerriege eines Besseren belehrt. Die nächsten Jahre wird auf dem Abwärtskurs für Deutschland der Turbogang eingelegt. Bei der Ministerbesetzung gelten Quote ist Trumpf. Ja, bei Hofreiter frisst die Quote sogar ihre eigenen Kinder. Er hat einfach ein Migrationsdefizit gegenüber Özdemir, diesem profilierten Landwirtschaftspolitiker. Es ist schon zum Heulen oder zum Lachen. Im Verteidigungsressort wartet man mit Kontinuität auf. Zum dritten Mal darf sich die Truppe über eine fachfremde Frau freuen. Lernen im Amt ist inzwischen dort Devise. Mal wen mit Bundeswehrhintergrund, der Ahnung hat, wo der Hebel bei der Reform anzusetzen ist? Fehlanzeige. Stattdessen stand wieder auf der Castingliste nur schlicht Frau und diesmal Scholz-Vertraute. Und im Gesundheitsressort, einer der Gründe, weshalb wir uns heute hier versammeln, baut Lauterbach weiter auf seine erprobten Qualitäten als Chefdirigent des bundesdeutschen Panikorchesters. Sein Projekt ist diese Impfpflicht, die nicht nur einen schwersten Grundrechtseingriff darstellt, sondern kommen soll, wenn sie überhaupt nicht mehr begründbar ist, wenn Delta- und Omikron-Wellen durchgelaufen sind. Dass für schwerste Grundrechtseingriffe jetzt Virusbedrohungen im Herbst sogar eigens noch erfunden werden müssen. Das zeigt doch nur noch, wie kaputt die demokratische Grundsicherung in diesem Staat ist und wie gefährlich fanatisch dieser Pseudo-Gesundheitsminister diese Impfpflicht, meine Damen und Herren, die darf nicht kommen. Und ein Herr Lindner als Finanzminister, dafür durfte dann die FDP den deutschlandschädlichen Koalitionsvertrag abnicken. Macron, der pocht bereits auf die Abschaffung der Defizitkriterien. Der Weg zur Schuldenunion wird fortgesetzt. Gerne noch mit dem Ziel der Abschaffung des souveränen Deutschlands, die Vereinigten Staaten von Europa sollen kommen. Lindner fabuliert jetzt, dass dieser Währungsraum zusammenbleibt, da bedürfe es einer besonderen deutschen Verantwortung und auch dafür, dass es Investitionen in anderen Ländern gibt. Von ihm wird es keinen Widerstand gegen diese offensichtlichen Rechts- und Vertragsbrüche geben. Und wenn er wie jetzt jüngst Windkraft peinlicherweise als Freiheitsenergie hochstilisiert, davon schwadroniert, dass irgendwie die versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Die haben alles abgeschaltet. Kohle, Atom, des Gases berauben sie sich jetzt selbst. Deshalb sollen jetzt künstlich Wind und Solare idealisiert werden. Es ist zum Lachen. Die katastrophalen der Fehlentscheidungen der Energiewende sollen kaschiert werden. Die aktuellen katastrophalen energiepolitischen Entscheidungen sollen kaschiert werden. Mit Freiheitsenergien scheint mir, meint er am Ende wohl, Energiefreiheit, sprich keine Energie. Wenn der Bürger, Sie erleben es, jetzt schon das Doppelte auf seiner Heizölrechnung zahlen muss, dann sitzen die Schuldigen zu 100% in Berlin, meine Damen und Herren. Denn Scholz hat nicht nur die Raute kopiert, sondern auch die Merkelsche Unsitte, die eigene Politik gar nicht zu begründen, sondern stattdessen die auf Linie sendenden Mainstream-Medien gegen die politischen Gegner einzusetzen und die eigene Politik selbstgefällig als modern und vielfältig darzustellen. Er will wahrscheinlich am Schicksal Deutschlands schlicht die Fallgesetze darstellen. Beim Abwärtstrend nimmt die Geschwindigkeit stetig zu.
Gegenschub, sage ich Ihnen, verspreche wie immer nur die eine Alternative, die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Stattdessen sehen wir, mit Baerbock zieht jetzt eine sogenannte wertegeleitete Außenpolitik ins Auswärtige Amt ein und die Realpolitik aus. Sie will Mehrheitsentscheidungen in der EU, also die Entmündigung der deutschen Souveränität. Und Habeck, er bringt seine berufliche Expertise als Kinderbuchautor ein, mit Titeln wie »Unter dem Gulli liegt das Meer«, »Der Schrei der Hyänen«, »Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf«, womöglich prophetische Beschreibungen der Kabinettsarbeit der Ampel? Nein, meine Damen und Herren, er fordert, Deutschland soll sofort überall aussteigen. Zum Jahresende werden 3 Kernkraftwerke dicht gemacht, ohne zu wissen, wie und wo es überhaupt weitergehen soll. Was soll's? Schließlich gibt's ja noch Fahrräder und im Dunkeln ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Meine Damen und Herren, er tönt jetzt, er habe Rückendeckung für seine neue Vision einer dienenden Führungsrolle Deutschlands nach dem Motto: Je stärker Deutschland dient, umso größer seine Rolle. Das fange mit höheren Militärausgaben an und höre mit Waffenlieferungen in die Ukraine noch lange nicht auf. Das hat er in Washington gesagt, so viel unterwürfiges Vasallentum war lange nicht. Nicht nur, dass er und Baerbock bei den Schwab- und Soros-nahen Young Global Leaders waren, wie Macron, wie Lindner, wie Zelensky. Die Grünen sind wirklich in der realen Machtgeilheit angekommen. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine Russlands ist zu verurteilen, aber ihn jetzt künstlich blutiger zu machen durch Waffenlieferungen, einen letztlich wahrscheinlich militärisch sowieso verlorenen Konflikt, nur noch mit vielen weiteren Toten und Zerstörungen in die Länge zu ziehen, das ist Zynismus, das entspringt keineswegs heroischen Gefühlen. Ja, ich weiß es, eine Großmacht will ihr Militär gegen China werfen, braucht dafür ein hysterisch kriegsbereites Europa, aber weitere Opfer sind vermeidbar. Wir brauchen jetzt den Waffenstillstand, wir brauchen Gesprächsbereitschaft auf allen Seiten. Alle Seiten müssen das primär in den Blick nehmen. Sie sind nicht da für Militärblöcke. Der alberne Landkartenstolz im Osten und im Westen muss aufhören. Diese Staatsführungen sollen alle den Menschen dienen vor Ort. Um die geht es. Und niemand sollte glauben, wenn Scholz 100 Milliarden für die Bundeswehr haben will, dass das irgendwas zu tun hätte mit den Gründen, aus denen die AfD die Bundeswehr gestärkt sehen will. Die AfD denkt an Landesverteidigung, sie denkt an Patriotismus, sie denkt an Anerkennung des Dienstes durch bessere Dienstverhältnisse für unser Land, der Soldaten, die dort dienen. Dem diente auch der NATO-Zusammenschluss bis 1990. Die nachfolgenden Erweiterungen in Richtung Osten waren nicht mehr durch eine aktive Bedrohungslage motiviert. Russland wollte eine Partnerschaft. Es gab eine Rede im Bundestag. Es kam nicht dazu. Wenn Habeck jetzt in Washington auf den Knien rutscht, die USA in Europa mit deutschen Soldaten vertreten zu dürfen, es wird bald konkret um die militärische Verteidigung des Baltikums gehen. Von Staaten also, die statt Eingliederung in militärische Konfrontationsblöcke ebenso gut auch den Weg der Blockfreiheit hätten gehen können, wie Finnland, wie Österreich. Hier wurde und wird der Westen und vornehmlich der Musterschüler Deutschland mit Fleiß in einen verengten Korridor geführt. Es gibt nicht nur immer weitere Militärblockausweitung und exorbitante Aufrüstung im Interesse des Friedens, sondern Deutschlands Rolle könnte eine neue Entspannungspolitik sein. Da haben wir eine große Vergangenheit auf der Basis gegenseitigen Verständnisses. Nur Deutschland kann zwischen Ost und West glaubwürdiger Vermittler, ehrlicher Makler sein, sodass alle Seiten ihre Blockträume einmal aufgeben und versuchen, den Menschen zu dienen, statt dem Stolz ihrer Militärbündnisse. Aber wer glaubt, er streite hier für ein Reich der Freiheit gegen Regime der Unfreiheit, wir müssen uns auch fragen, wie sieht es aus bei uns selbst mit der Freiheit? Haben wir sie? Was wir haben, ist zensurfreier Meinungsäußerung im Netz. Was wir haben, ist die systematische Nichtanerkennung von Oppositionsrechten im Bundestag. Was wir haben, ist die Verfolgung von Opposition durch Verleumdung durch Regierungsbehörden. Wir dürfen unser Erwirtschaftetes in Brüssel abgeben, um es von dort in Pleitestaaten umleiten zu lassen. Wir haben eine Demografie, die systematisch umgewandelt wird durch forcierte, unnötige Einwanderung aus Orient und Afrika. Man weiß gar nicht, welche Mängel man alle aufzählen soll. Innere Sicherheit, Energiesicherheit, Bildung.
Meine Damen und Herren, wir wollen keine Umwandlung unserer historischen Nation in globalistische, gesichtslose Vasallengebiete, sondern ein Deutschland, das seiner Tradition an Freiheit, Kultur und Bildung gerecht wird. Das brauche ich mir weder abzuholen in Brüssel, noch in Moskau, noch in Washington. Ein selbstbewusstes Deutschland könnte jetzt in dieser Weltstunde Frieden und Ausgleich vermitteln. Deshalb braucht es heute mehr denn je den Mut zur Wahrheit und den Mut zu Deutschland. Unser Pol der Ausrichtung ist unser eigenes Zentrum, unsere Geschichte und unsere Freiheit, unsere Tradition und unsere Kultur. Niemand will die heute bewahren außer uns. Deshalb, liebe Freunde, braucht es jetzt so dringend uns, braucht es jetzt so dringend Sie alle hier die Alternative für Deutschland. Ich danke Ihnen.